Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum ersten Fanpost Friday im Jahre 2024. Ich hatte leider eine ungewollte, größere Pause halt einlegen müssen, weil ich keinen Internetanschluss mehr hatte. Jetzt bin ich aber wieder da und wahrscheinlich gab es hier vor sogar auch schon ein Video, aber der erste Fanpost Friday 2024 ist heute. Ich bin sehr gespannt drauf, denn heute gibt es tatsächlich zwei Pakete und das Ganze von einem Zuschauer, den wir auch schon in den Streams gesehen haben. Und zwar, oh Gott, spreche ich jetzt richtig aus, SC703? Ich glaube schon. Wenn ich es gleich falsch ausgesprochen habe, dann muss ich da nochmal genauer gucken. Es ist Christian. Ne? Also der Fanpost Rider ist heute von Christian. An dieser Stelle, lieber Christian, natürlich auch nochmal ein Dankeschön an dich, dass du auch im Stream eine Unterstützung dagelassen hast und dass du mich jetzt auch mit diesen zwei Paketen unterstützt, wo ich immer noch keine Ahnung habe, was da drin ist. Obwohl, ich bin ehrlich zu dir, ich habe einmal kurz das Größere aufgemacht und kurz reingelinst, aber nicht wirklich was erkannt, weil du hast obendrauf noch eine Schutzschicht drauf gehabt. Aber das gucken wir uns heute gemeinsam an. Schaut mal, da sind sie. Wie gesagt, keine Ahnung, was da drin ist. Der gute Christian hat nur gesagt, sie sind noch gekennzeichnet mit P1 und P2. Unter anderem seht ihr das hier, also Paket 1 und Paket 2. Er hat das Ganze übrigens an mein Paketfach geschickt. Und Christian, das hat super funktioniert. Du warst tatsächlich da der Allererste, der das gemacht hat. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen, dass ich da meine Privatadresse rausgebe, weil das Paketfach hat super funktioniert. Ich habe in einer sehr feuchten Nacht- und Nebelaktion dann irgendwie es noch im Kopf gekriegt, die Dinge abzuholen. Ich muss dafür tatsächlich so knapp 10 Minuten mit dem Auto fahren, bis ich da bin. Aber das ist völlig egal. Na, wie gesagt, hat funktioniert. Ich bin da auch überhaupt nicht versiert drin, wenn es ums Paketfach geht. Aber es hat geklappt und sie sind hier. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir machen das genau der Reihenfolge, wie du es dir gedacht hast. P1 werden wir uns als erstes vornehmen. Das heißt P2, das werden wir jetzt beiseite packen. P2 hat übrigens ein bisschen gelitten, so wie ich das sehe. Na, also das war, glaube ich, von der Post nicht so gut halt. Behandelt worden, will ich jetzt mal sagen. Aber ich will ja hier nicht mehr was unterstellen. Ich sehe gerade natürlich wieder einen Riesenfehler. Ich habe wieder mal nicht geschwärzt, aber hier dein Layer, der ist schon so durchgeweicht gewesen, weil wie gesagt, ich habe das im strömenden Regen abgeholt, aber das ist auch völlig egal. Und ja, hier natürlich schon ein bisschen aufgemacht. Ich habe nur aufgemacht und geguckt, so eventuell könnte ich da was sehen. Aber da ist ein kleiner Schutzkarton mit oben drauf. Das zeige ich euch jetzt mal. Wie gesagt, kein Plan, was da drin ist, aber ich finde es immer wieder sehr spannend. Seht ihr, so weit habe ich es aufgemacht. Na, da kann man nichts sehen. Aber jetzt ist es soweit. Lieber Christian, jetzt ist es soweit. Ich nehme das Video übrigens einen Tag nach Weihnachten auf. Das heißt, das ist jetzt so gesehen auch für mich hier nochmal so ein kleines, verspätetes Weihnachtsgeschenk von dir. Also, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt hier diese Pappe erstmal abnehmen und dann gucken wir mal, was da drunter ist. Ah, da hat jemand aufgepasst. Da weiß jemand, was ich gerne esse. Oh, das war nur gut geraten. Da ist sogar noch ein Brief bei und das finde ich sehr cool, dass ihr immer mal wieder auch so Briefe reinpackt. Die würde ich dann natürlich auch immer gerne vorlesen und das mache ich jetzt auch. Ich packe das Ganze nochmal beiseite. Schaut mal. Ja. Also hat er schön was geschrieben und das lesen wir jetzt mal vor. Ich hoffe, ich darf das auch. Hallo lieber Schnegge, ich möchte hier gar nicht viel schreiben. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Paket eine Freude machen kann. Naja, in dem Fall sind es ja die Pakete. Ne? Und im Hinblick auf nächstes Jahr hoffe ich, dass es für dich positiver verläuft, als du es jetzt vielleicht denkst. Da wo viel Schatten ist, muss irgendwann auch wieder Licht sein. Und das hoffe ich auch. Das hoffe ich nicht nur für mich, sondern auch für viele von euch, die vielleicht das Jahr 2023 nicht so toll verbracht haben und vielleicht einen Lichtblick halt im Jahre 2024 genauso gut vertragen könnten wie ich. Aber liebe Leute, seid euch eins gesagt, es geht irgendwie immer weiter und ja, notfalls schaffen wir das gemeinsam, mit Hilfe von Christian unter anderem, der noch geschrieben hat, am liebsten schaue ich deine Livestreams und fände es schön, wenn hier noch zahlreiche Folgen werden. Ich habe das ja wirklich gemacht, dass ich es geschafft hatte, im November, Dezember mehrere Wochen hintereinander immer am Freitag zu streamen. Und da wäre natürlich auch noch nach Weihnachten am Freitag ein Stream gekommen, aber wie gesagt, ohne Internet ist das alles nicht möglich. Holen wir natürlich aber auch alles nach. Wahrscheinlich sogar heute an dem Tag, wo dieses Fanpost-Unboxing gerade online geht für euch. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem für das kommende Jahr. Gruß Christian X703.
Also nicht, was habe ich gesagt, SX? Nein, es ist XS703. YouTube verwechselt das immer so ein bisschen mit deinem Namen. Das habe ich schon gesehen unter den Kommentaren oder im Stream. Nimmt er irgendwie andere Namen, die du früher mal genommen hast. Aber danke auf jeden Fall schon mal für diesen netten Brief. Na, wie gesagt, ein bisschen Licht in unserem Leben kann, glaube ich, gar nicht schaden. Und jeder von uns braucht das wahrscheinlich auch für das neue Jahr. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch auf mich zukommen wird. So, was aber auf mich zukommen wird, weiß ich schon. Verpackungsmaterial. Da hat er natürlich auch dran gedacht. Das packe ich jetzt aber mal beiseite. Und als erstes natürlich wieder was fürs leibliche Wohl. Und lasst euch gesagt sein, liebe Schnegge-Army, Schoki macht glücklich. Und ja, das muss auf jeden Fall sein. Als erstes hat er mir ein paar KitKat-Minis reingepackt. Sowas generell. Na, müsst ihr natürlich nicht in Mengen essen, aber gerade wenn ich zum Beispiel das Video hier für euch schneide, dann snacke ich mir das ein oder andere da immer gerne nebenbei mal weg. Na, und ja, das ist auf jeden Fall dafür mehr als gut. Genauso wie die guten Schokobons. Also die kann man ja nun wirklich sehr gut wegfuttern. Dieses Mal sogar, glaube ich, ohne Shellac, ne? Falls ihr da so ein bisschen Ahnung von habt. Das Ganze ist jetzt durch, meine ich. Ich esse die tatsächlich auch sehr gerne. Also danke, Christian. Sehr cool. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was da drunter ist. Und ich sehe, da ist noch ein Schutzkarton drunter. Also ich hätte so oder so nicht sehen können, was sich da drin befindet. Also gucken wir uns das gemeinsam an. Okay. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt, weil das ist etwas, es ist auch auf, ich bin mal gespannt. Es besitze ich gar nicht sowas. Und das hat es auf diesem Kanal so auch noch nie reviewmäßig gegeben. Christian! Oh, das wird cool. Oh, das wird richtig cool. Ich will mal eben was gucken. Das ist, glaube ich, auch nur hier zum Schutz. Ne? Also nicht, dass ich hier irgendwie noch was vergesse. Also hast du auf jeden Fall gut protected. Alter, okay. Ich glaube, ich nehme es mal raus. Gibt es da Spoiler auf der Seite? Da gibt es Spoiler auf der Seite für euch. Ich nehme es raus und werde den Karton aber erstmal beiseite packen. Ich bin jetzt mal echt gespannt, was da kommt. Alter, okay, ich sehe schon, was draufsteht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie oder was dieses gute Stück aussieht, aber vorne drauf steht schon was richtig Feines, liebe Leute. Iron Studios, Batman Returns, Batman Deluxe Art Scale 1:10. Christian, Alter. Was ist da? Also, ich habe euch vor sehr vielen Jahren mal eine kleine 1:10 Figur von Iron Studios gezeigt. Es war ja mal geplant, dass man da so eine kleine Kooperation hat, aber dann kamen ja leider nur die Form Figures von Iron Studios. Ich habe gerade deren Namen vergessen. Ich glaube, die sind auch gar nicht so gut gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Aber das hier, das wäre so das gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, das wäre für den Kanal richtig cool und vor allem für euch sowas zu sehen. Und jetzt bin ich echt gespannt, Christian, was du mir hier zukommen lassen hast. Also ich habe auch gar keine Ahnung, wie dieser Batman von Iron Studios generell gemacht ist und aussieht. Das schauen wir uns jetzt an. Okay, okay, sehr fett. Als erstes mal sehe ich natürlich die schöne Verpackung, wo wir vorne drauf schon Batman sehen, der sich aber so ein bisschen hinter seinem Umhang versteckt. Schaut mal, ich zeige euch, was ich sehe. Das hier ist die Verpackung dieser Figur. Und wie ich sehe, oh, auf der Rückseite sieht das sehr stark aus. Auf der Rückseite könnt ihr erkennen, was euch jetzt gleich oder mich erwartet. Denn da ist ein Batman auf dem Batman-Symbol. Na, oben drauf und versteckt sich da so ein bisschen. Das muss ich auspacken, Christian. Das müssen wir auspacken. Das wollt ihr auch sehen, oder? Ist ja geil. Und dann in 1:10, wo kann man den hinstellen? Den muss man irgendwo hinstellen, dass man ihn natürlich dann auch sieht. Ah, okay, er hat ihn nochmal wieder zugemacht. Also ich nehme mal an, der war von dir, ne, was ja auch völlig okay ist. Und den gucken wir uns jetzt mal hier an, gemeinsam im Fanpost Rider. Ich wollte gerade sagen, im Stream. Vom Gewicht her würde ich sagen, ich packe ihn eher so rum. War der schon mal ausgepackt oder ist der noch wirklich komplett zu? Messer! Wir brauchen ein Messer. Wir werden das Ganze jetzt vorsichtig öffnen. Ihr seht es ja, es ist hier in Styropor protected. Da gehe ich jetzt mal rein und öffne das Ganze. Nee, scheinbar war der. Doch, der war schon mal auf.
Aber der ist so gut zusammen. Dass ich ihn gar nicht auseinanderkriege. Ah, jetzt. Okay. Okay. Jetzt bin ich selber sehr gespannt. Meine erste 1:10 Iron Studios Figur. Okay, seht mal. Das Ganze ist so eingepackt. Also schon sehr gut eingepackt. Wo fange ich denn mal an? Christian, das ist eine saucoole Idee. Definitiv. Und ich glaube, die Dinger, die sind auch nicht gerade günstig. Das muss man dazu sagen. Ah, nice. Hier ist das Batman-Symbol. Schaut mal. Ich halte es euch jetzt mal einfach so hin. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich einfach mal hier direkt vor die Kamera gehe, aber ich glaube, das müsste auch funktionieren. Na, da ist das Batman-Symbol, wo dann der Batman oben drauf kommt. Es ist aber kein Polystone. Woraus ist das Material gemacht? Lege ich mal hier hin, weil wir haben jetzt noch die Base. Oh, die ist schwer. Oh, das ist Polystone, definitiv. Oh ja, ah, ist die fett. Batman Returns, Iron Studios. Nice. Christian. Das sieht ja wohl mega stark aus. Das ist wirklich nicht leicht, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Gefällt mir. Richtig cool. Und da kommt jetzt, glaube ich, dann hier das Batman-Symbol drauf. Ihr seht es ja, hier ist so ein kleiner Metallstift halt. Ne? Da werden wir das Ganze jetzt mal hier zusammenstecken. Geht super easy. Wow, und das sitzt auch echt gut. Also sieht das Ganze schon mal so aus. Ne? 1:10, wie gesagt. Das könnte noch interessant werden. Ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Batman-Symbol sogar beweglich ist, weil das sieht hier so ein bisschen so aus. Aber ich will auch nichts kaputt machen, wenn ich ehrlich bin. Okay, das muss ich jetzt erstmal vorsichtig beiseite stellen, denn den Batman müssen wir noch auspacken. Der ist hier. Der ist wieder leichter. Okay, also die Base ist definitiv aus Polystone. Und die anderen Sachen werden wahrscheinlich aus PVC sein. Aber mit Batman Returns hast du ja mal wieder richtig getroffen, oder? Oh, okay. Ich muss sie mir zuerst angucken. Ist ja fast schon so ein bisschen schade, dass sich dieser Batman tatsächlich hinter seinem Umhang versteckt. Denn der ist gar nicht so schlecht gemacht, wenn ich das mal sagen darf. Ich gehe mal für euch rein in die Details. Sehr coole Details. Sogar der Umhang ist so ein bisschen geweathert. Seht ihr das? So ein bisschen. Ja, das sieht echt cool aus. Definitiv. Also, er ist leichter. Ne? Es ist PVC, aber er sieht natürlich echt cool aus. Und jetzt muss man das Ganze mal zusammenstecken. Da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Panik, wenn ich ehrlich bin. Wo ich den natürlich dann auch hinstelle, weil er hat nur so einen kleinen Stift unten am Fuß, wo er dann hier rauf muss. Da gucken wir jetzt mal. Und zwar darauf. Ah, der eine Fuß ist auf jeden Fall hier oben drauf. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ist der cool oder ist der cool? Also ich finde den mega stark. Schaut mal. Ich als Batman-Fan oder generell Michael Keaton-Batman-Fan bin hier auf jeden Fall mehr als happy. Christian, wieso tust du sowas? Und vor allem die Frage, wo stelle ich ihn jetzt hin? Ich werde ihn vielleicht hinten zu den Statuen erstmal stellen. Da ist es dann natürlich jetzt nochmal eine Nummer voller. Aber den darf man auch nicht verstecken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur so ein bisschen Angst halt, dass das Ganze hält. Ne? Weil diese Steckverbindung, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber der ist ja mega stark. Richtig cool. Also definitiv gefällt er mir. Dankeschön. Dankeschön. Coole Idee, weil er hatte gesagt, er schickt mir ein bisschen was von DC rüber und hier hat er jetzt schon mal wirklich geliefert. Meine erste Iron Studios 1:10 Statue. Die sind cool. Die sind definitiv cool. Was das Ganze in Wirklichkeit übrigens kosten würde, kann ich euch echt beim besten Willen nicht sagen. Ich glaube, so günstig sind die tatsächlich gar nicht. Aber sie machen auf jeden Fall was her, weil Iron Studios sich auch so ein bisschen vom Design her was einfallen lässt. Und das finde ich hier wirklich sehr, sehr gut. Das könnte zum Beispiel oben auf Wayne Manor, glaube ich, sein. Na, da gab es ja dann diese Batman-Symbole, die dann halt in den Wohnraum von Bruce Wayne dann halt reingeleuchtet haben, ne, als dann das Batman-Signal über Gotham City halt kam. Ich glaube, das soll das so ungefähr darstellen. Ne? Das sieht zumindest so aus. Finde ich echt stark. Wow. Nice. Also, danke Christian. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Habt ihr selber eine Iron Studios-Statue in eurer Sammlung? Ich denke mal, der ein oder andere von euch bestimmt. Ne? Jetzt haben wir allerdings noch P2, Paket 2. Da bin ich jetzt mal gespannt, was mich da noch erwartet. Ich werde diesen Batman jetzt erstmal vorsichtig beiseite stellen,
denn der ist ja echt cool. Mega stark. So, gucken wir mal. P2 ist nicht geöffnet, keine Sorge. Das öffnet sich aber eigentlich auch schon von fast alleine, Christian. Denn wie gesagt, der Regen hat da natürlich auch ein bisschen fies mitgespielt. Und jetzt gucken wir mal hier rein, was hier noch Cooles drin ist. So, den Namen von dir gleich verstecken. Oh, hast du nicht getan, oder? Hast du das getan? Wie sieht die denn aus? Wie sieht die... Ah! Okay, Verpackungsmaterial. Leute, ihr glaubt es nicht, was Christian jetzt noch gemacht hat. Ist ja geil. Oh, da bin ich gespannt. Iron Studios, wie gesagt, bin ich ja völlig raus. Ich habe es ja eigentlich schon verraten, wie die ganzen Sachen aussehen. Ich lasse es einfach mal auf euch wirken, was Christian da gemacht hat. Geil. Geil. Er hat es sogar noch mal schön zugeklebt. Schön vorsichtig. Oha. 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 So kann das Jahr starten, oder? Damit machst du mir auf jeden Fall eine Freude. Auf jeden Fall machst du mir damit eine Freude. Oh Gott, die muss ich irgendwo hinstellen, wo es wirklich richtig cool aussieht. Oh, sieht die cool aus. Oh ja. Schaut mal. Das ist die Batman Returns Catwoman 1:10 von Iron Studios. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie sie aussieht, schaut mal hier. Die beiden müssen zu den Statuen. Also in irgendeinem Stream oder sowas, Christian, wirst du die da hinten sehen. Ich werde sie da irgendwo platzieren. Wird zwar ein bisschen voller werden, aber die müssen einen Platz haben. Alter, wie cool. Wie verdammt cool ist das bitte? Da muss ich vorsichtig sein. Nice. Das nenne ich mal einen Aufmunterer. Oh Gott, ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Ich bin ja mal sehr vorsichtig bei den Verpackungen. Ich möchte jetzt auch nicht, dass die kaputt gehen. Und jetzt kriege ich das hier gerade nicht auf. Nicht, dass ich jetzt hier live im Video noch die Verpackung zerstöre. Die packen wir jetzt auch mal beiseite. Boah, cool. Also definitiv kriegt ihr dazu Videos. Das ist ja wohl sowas von klar. Na, also muss gemacht werden. Da, na, könnt ihr genau reingucken, was euch da erwartet. Wo fange ich an? Wir haben wahrscheinlich die Base. Jo, das merkt ihr schon am Gewicht. Okay. Schaut mal. So sieht die Base aus. Relativ schlicht, aber da kommt jetzt natürlich noch einiges drauf. Ich habe hier auf der linken Seite noch was Eingepacktes. Und das ist das Kätzchen. Sehr schön. Die kleine Katze, die werde ich jetzt mal hier aufstecken. Ist sogar mit Magnet wieder, ne? Also es ist schon mal sehr gut. Die sitzt dann einfach einwandfrei drauf. So sieht es besser aus, ne? Kleine Katze mit dabei. Alter, cool. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Jetzt kommen wir zum Highlight. Schön vorsichtig. Die sind aber filigran, oder Leute? Die sind richtig filigran. Mega stark. Mega stark, Christian. Mega stark. Wow. Aber ich bin echt begeistert, dass das PVC tatsächlich ist. Ne? Dass das, also die ist relativ leicht tatsächlich. Die Base ist das, was diese Statuen dann noch ein bisschen hochwertiger machen lässt. Wo ist denn jetzt hier der Point, wo sie reinkommt? Und dann zeige ich sie euch gleich. Wartet mal, wie kommt sie hier rein? Wie kommt sie hier rein? Christian, ich habe gerade ein bisschen Angst, sie hier reinzustecken. Ah, sie flutscht. Das hört sich falsch an. Sie flutscht von alleine rein. Ja, mega. Okay, ihr wollt sie sehen. Ihr wollt die Catwoman sehen. Hier ist sie. Michelle Pfeiffer's Catwoman aus Batmans Rückkehr von Iron Studios. Cool oder cool?
Ich finde sie mega stark. Richtig hübsch. Gesicht ist aber auch super. Definitiv. Christian, ey, Wahnsinn. Also echt Wahnsinn, was du da gemacht hast. Ich denke mal, die sind aus deiner persönlichen Sammlung. Na, und vielleicht wolltest du sie einfach irgendwie in gute Hände geben. Hier werden sie in guten Händen sein. Definitiv, das verspreche ich dir. Die sind beide super stark. Also wow. Echt cool. Vorsichtig. Ich hätte ja fast beinahe die kleine Katze weggehauen. Also beide. Beide zusammen. Wow. Cool. Dankeschön. Also wirklich, Christian. Mega starke Aktion. Ich bin richtig glücklich gerade. Damit hast du so ziemlich meinen liebsten Batman und meine liebste Catwoman mir gleich auf einmal geschenkt. Danke, danke, danke für deine Unterstützung. Und liebe Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal schreiben, wirklich, was ihr von den beiden haltet. Vielleicht hat der ein oder andere ja vielleicht zum Beispiel die Catwoman schon in seiner Sammlung oder diesen Batman. Wie gesagt, die werde ich da Ihnen hinstellen und mal sehen, ob dann dem Christian das vielleicht auffällt in dem Stream oder in irgendeinem der Streams, dass seine Iron Studios Statuen hier jetzt bei mir in der Sammlung angekommen sind. Wow, sehr stark. Liebe Leute, ich denke mal, das soll es für dieses Fanpost Friday Video auch schon wieder gewesen sein. Danke an Christian. Danke, danke, danke an... Oh nein, jetzt geht das wieder los. X703? 702? An Christian? Für diese unglaublich coolen kleinen Iron Studios Statuen. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich finde die unglaublich stark. Beide. Definitiv beide. Sehr, sehr nice. Danke, danke, danke für deine Unterstützung und für eure Unterstützung. Und ich würde mal sagen, auf ein gutes neues Jahr 2024 hier bei Dark Schnegge Reviews, liebe Leute. Also macht's gut, bis denn dann und reingehauen. Die beiden kommen jetzt da hinten hin. Definitiv werde ich da Platz schaffen, aber da könnt ihr Gift drauf nehmen. Passt ja eigentlich perfekt zu meinem kleinen DC-Setup, was ich da hinten habe, oder? Da kommen sie jetzt hin. Also Dankeschön, Christian, und macht's gut.